Hi Leute und willkommen zurück zu Lost Ember. Wir haben im letzten Part ja ein bisschen ja, unser Volk durch die Wüste geschickt. Hi Fisch. Und ja, die zu diesem Massengrab hier geführt, wo wir wahrscheinlich ein anderes Volk ausgerottet haben oder ziemlich platt gemacht haben. Da waren tausende von Leichen. Ja, zudem haben wir noch einen goldenen Büffel gefunden oder so einen leuchtenden halt und mega nice. Und jetzt wollen wir gucken, wie es weitergeht. Upsa. Oh mein Gott, riesige Elefanten. Alter, sind wir klein. Wow. Komm mal her. Uah. Nein, bleib stehen. Oh, bleib doch stehen. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Dich kriegen wir. Jawoll. Cool. Ach, damit können wir da einfach durch. Aha. Können wir es noch fressen oder so? Eins, zwei. Hm. Scheinbar trinken. Uah, was habe ich jetzt gedrückt? Sorry. Oder trinkt er selbstständig? Drei. Ah, cool. Dusche. Eins, zwei ist trinken. Was bei eins? Eins ist nichts, schade. Na, duschen wir nochmal kurz. Und hepp. Hui. Cool. So, jetzt können wir auch hier durch. Können wir auch laufen? Ja, so ein bisschen traben würde ich das schon eher nennen. Okay, da ist noch irgendwas. Ah ne, da ist noch ein Licht. Ich dachte gerade, da leuchtet irgendwas im Hintergrund da, aber nee. Das ist ja eigentlich unsere Sinne. Ist hier irgendwas? Ne, unsere Kumpels hier. Guck mal, wenn wir nicht im Wasser stehen, macht er ein bisschen was anderes. Cool. Ja, was ist hier los? Okay, wir machen mit. Dusche. Yeah. Zeitgleich. So, was haben wir hier? Nicht mehr allzu viel, okay. Ups. So, da habe ich noch was gesehen. So. Nein, du musst da hoch. Aha, geschafft. Dann, Fischi. Nee, nee, wir müssen leider da lang. Ja, genau, hier will ich lang. Oh, cool, eine Stimme hoch schon. Ups. Ah, oh, hätte mit einem großen Wasserfall machen müssen oder so. Wow! Wie bin ich denn gerade? Wir sind ein Faultier. Oh mein Gott. Wir sind einfach ein Faultier. Ich weiß nicht, was wir als Faultier machen können, aber wir können als Faultier rumklettern. So, haben wir für dich irgendwas? Du bist doch bestimmt nicht umsonst, oder? Oder seid ihr hier, um irgendwas aufzulockern? So ein bisschen mehr Tiere und so. Zack. So. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Das ist unser Faultierfreund. Da. So, was können wir machen? Eins.
ist nicht so viel. Zwei. Auch nichts. Drei? Schade. Wäre cool, wenn wir vom Baum fallen können. Aber kann echt nur so ganz langsam. So. Ganz lang bewegen. Können wir auf dem Boden? Können wir das weitermachen? Sorry, wenn das ein bisschen Zeit kostet, aber ich will das echt mal wissen. Was haben Sie sich dabei gedacht, ein Faultier einzubauen? Oh, er geht nicht weiter. Mist. Na gut, dann tschüss. Schade. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Weg, wo man nochmal was finden kann. Dass man dann extra da so lang muss. Aber nein. Eine Cutscene. Wohin? Ich weiß gar nicht wohin. Schneller, schneller, schneller. Büffelherde. Alles am Rumstapfen. Können wir das eigentlich richtig sehen? Oh ja, ein bisschen. Wechseln kann ich gar nicht, oder? Doch, kann ich. Muss nach vorne arbeiten. Aber ich denke, das bringt uns nichts. Oh shit. Haben wir verloren? Oh. Nein, wir haben uns verirrt. Wir sind ganz alleine. Durch. Kann man hier was übersehen? Oh, man sieht echt nicht viel, ne? Ne, ich glaube, wir sollten weitergehen. Danke. Danke fürs Mitnehmen. So. Oh. Wo sind wir hingekommen? Aha, jetzt sehen wir wieder ein bisschen mehr. Oh. Diese Bauwerke. Die Machuruku waren einfach Meister ihres Fachs. Echt? Ich sehe noch gar nicht so viel. Ich bin gefragt, was so mit dem Machuruku passiert ist. Tja, gab wohl einen Krieg. So wie es aussieht, hat unser Vater es wieder angeführt. Unser kleiner Freund scheint ja richtig begeistert von Bauwerken und sowas zu sein, ne? Die Bauwerke.
Wir können wieder als Büffel rumlaufen. Als Ente. Eine Schildkröte, oh mein Gott. Sorry, das muss sein. Ich muss was futtern. Boah, geh mir aus dem Weg, du langsamer Typ. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt. Können wir das hier futtern? Ich nehme alle vier mit. Ob das irgendein Achievement gibt am Ende, oder... Irgendwie so, hey, du hast unnütze Sachen gemacht. Oh nein, falsche Richtung gedreht. Ich bin doof. So. Der hat scheinbar keinen Hunger. Wir aber umso mehr. Da können wir noch mal mit dem Elefant durch, ne? Aber hier ist kein Elefant. Nö. So, alles unseres. Wir haben es geschafft. Perfekt. Dann, go. Sollen wir hier nicht weiter, oder? Sollen wir einen Elefanten finden? Oder kann ich hier an der Seite durch? Nee. Schade. Okay, haben wir da hinten noch was? Noch mehr Gräber, oder? Sieht so aus, ne? Ja. Aha, da haben wir noch was. Ups. So, brauche ich euch jetzt oder nicht? Ich lasse es erstmal und wir gucken mal, was ein bisschen die Gebäude und so an. Sind die geflohen oder? Ja doch, die sieht aus, als wenn die fliehen. Das heißt, es war ein friedliches Volk. Hahaha, dich brauche ich doch hier. Das habe ich schon direkt gesehen. Ich glaube, ich muss da lang. Sind wir wieder 12 unterwegs? Ein End. Nee, nee, nee. Hier ist doch bestimmt was versteckt. Das ist so auffällig. Jawohl. Das war klar. So, muss ich da durch? Ne, hier lang. Okay. Sie haben dich. Nein, sie halten die Wachen zurück, damit du fliehen kannst. Oh, uns wird geholfen. Ah, die letzten. Unsere Verbündeten wahrscheinlich. Ah, doch nicht. Ein paar sind. Nee, das ist er wieder, okay. Er folgt uns. Das will uns echt haben, ne? Oh. Ja, da rennen wir weg.
hier rüber. Und wir sind erstmal eine Ente. Die aber hier nicht viel machen kann. Was soll ich hier tun? Muss ich hier runter? Sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ups. Oh. Ah, fishy. So, ich sehe da noch was. Ups. Oben. Das sieht aus wie eine schlechte Textur. Die einfach mal so durchragt. Oh, entspannte Musik. Ah, ich bin falsch. Da hat er lang. Oh, wir sind sogar selbst getaucht. Okay, da lang. Aber gucken wir nochmal, ob wir hier was haben. Nee, schade. Hier sind wir durchgeschwommen, ne? Irgendwie. Ja, sieht so aus, okay. Da war immer so ein kleiner Pfad im Grunde, außer in diesen Riesenarealen. Da sieht man dann eher so Gebäude, wo man hin muss und sich da hält. Oder man struggelt einfach und ja, findet gar nichts. Oder den richtigen Weg. Hier bist du bestimmt hin, ne? Oder? Bin ich hier richtig? Ich komme mir gerade ein bisschen falsch vor. Nee, ist irgendwie falsch. Moment. Wo sollen wir hin? Wahrscheinlich hier lang, ne? Ja, perfekt. Wieder am Start. Wo willst du hinlaufen, hä? Kleiner. Aha. Wenn wir nicht so klein gewesen, hätten wir es jetzt voll verpasst. So. Da lang. Was haben wir hier? Aha. Doch noch was gefunden. Ocarina haben wir gefunden. Nämlich direkt an Zelda. So. Ah, es liegt einfach nur an dem Gerät. Wow, wow, wow. Okay. Es hat ein bisschen Gebiet nachgeladen wahrscheinlich. So, muss ich da lang? Wahrscheinlich hätte ich einen anderen Weg gemusst, ich weiß, aber. Ich will mich hier ein bisschen umsehen. Hier waren wir, ne? Ah, okay. Ja. Alles klar. Da hätten wir es vielleicht doch nicht verpasst, wenn wir nicht klein gewesen wären. Ist okay. So. Wo kommen wir jetzt hin? Nix. Okay. Oh, ein Ziegenbock. Können wir da hochlaufen? Mit Sicherheit können wir das, aber erstmal schnappen wir uns das da hinten. Was ist dahinter? Ich bin nicht klein genug. So, dann. Ups. Okay. Wow! Sowas kann eine Ziege? Krass.
Warum sowieso? Sind die immer gestreift? Ich glaube nicht, ne? Ist vielleicht eine besondere Rasse hier oder so. Bergziegen. Los. Hab's. Na komm, das schaffen wir. Jawohl, hoch da. Sehr gut. Ey, schubst uns nicht weg, du blöd Mann. Oh, Cutscene? Nee, noch nicht. Aber jetzt. Kannst du ihm helfen? Ah, das sind wir in unserer jetzigen Form, oder? Du konntest schon immer gut mit Tieren umgehen. Sehr, sehr cool. Haben wir das kleine Voice-Baby gerettet. Anscheinend hast du neue Freunde. Ja, wir lieben unsere neuen Freunde. Was war das denn? Hä? F zum was? Achso, nee, ist das. Gut, dann beenden wir hier erstmal wieder den Part. War ziemlich witzig. Wir haben ein paar neue Tiere ausprobieren dürfen. Ja. Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.